This podcast is brought to you by LMU Munich. Ja, guten Morgen zusammen. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Vorlesung Delikts- und Schadensrecht. Eine Vorlesung, die vielleicht ein bisschen zu den Mauerblümchen dessen gehört, was Sie im Jurastudium so absolvieren, aber die deswegen nicht unwichtig ist, die sich mit vielen Paragraphen beschäftigt, die im BGB drinstehen. Vielleicht nicht ganz so viele, wie Sie im Kaufrecht oder im Sachenrecht auf einmal durchnehmen würden, aber doch Paragraphen, die wahrscheinlich in mehr oder weniger jeder Zivilrechtsklausur eine kleinere oder größere Rolle spielen. Deswegen ist es völlig richtig, dass Sie hier sitzen, völlig richtig, dass Sie sich diese Vorlesung ausgewählt haben. Mein Name ist Martin Fries, ich bin in diesem Semester Lehrstuhlvertreter für den früheren Lehrstuhl Eidenmüller an der LMU und ich werde diese Vorlesung mit Ihnen zusammen durchlaufen. Vielleicht vorweg, Sie sehen, dass diese Vorlesung gepodcastet wird, das bedeutet, Sie können diese Vorlesung theoretisch, nachdem Sie jetzt heute einmal da waren, von nun an auch abends um 10 Uhr noch zum Einschlafen hören oder beim Joggen oder wie auch immer. Die entsprechende Einheit der LMU wird es bald nach dieser Vorlesung jeweils ins Internet stellen und Sie finden das auf meiner Personenseite dann verlinkt. Ebenso finden Sie dort für die heutige Vorlesung seit heute Morgen die Folien, die ich hier zeigen werde. Das bedeutet, wenn Sie die ausdrucken wollen, ich werde mich bemühen, das in den nächsten Wochen schon jeweils am Vorabend einzustellen, dass Sie es ausdrucken können, wenn Sie das möchten. Delikts- und Schadensrecht. Warum macht man das und inwieweit tut sich da vielleicht auch was? Inwieweit kann das vielleicht ein spannendes Thema sein? Sie sehen, dass ich jetzt mal als Bild vor diese erste Einheit gestellt habe, ein Bild, das hier in München aufgenommen ist, und zwar, ich glaube, in der Blumenstraße, wo ich neulich vorbeigekommen bin, da gibt es tatsächlich einen neuen Tesla-Laden. Also ein Laden für diese Autos, die aus Kalifornien kommen und die elektrisch betrieben fahren oder fahren können. Tesla ist ja auch ein großer Batteriehersteller, die aber vor allen Dingen, dieser Hersteller experimentiert auch sehr viel damit, wie Autos autonom fahren können. Und das wird gleich eines der Startbeispiele dafür sein, wie sich das Deliktsrecht fortentwickelt und Sie werden sogleich sehen, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass sich da auch in den nächsten Jahren noch einiges tun wird. Diese erste Einheit, die wir heute absolvieren, die dient in gewisser Weise dem Überblick über das, was wir in den nächsten Wochen tun werden und wir werden uns auch einige Ziele des Delikts- und Schadensrechts anschauen, aber zu dieser Terminaufteilung gleich mehr. Wir starten mit dem versprochenen Tesla-Fall und den Tesla-Fall, den habe ich jetzt mal einfach so gebildet, der kann heute wahrscheinlich noch nicht in dieser Weise stattfinden, weil es, glaube ich, noch nicht vollends zulässig ist, dass autonom fahrende Fahrzeuge bei uns auf den Straßen unterwegs sind, aber das könnte in ein paar Jahren schon der Fall sein. Das gibt es nicht nur bei Tesla, sondern ich habe gesehen, Mercedes E-Klasse, die kann auch schon autonom überholen auf der Autobahn. Das ist also nichts, was in der ganz weit entfernten Zukunft ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, da haben Sie so ein Fahrzeug, das fährt autonom und das ist auf der A9 im Norden von München unterwegs und ein Jaguar muss darunter leiden, der wird von dem Tesla angefahren. Und sie haben auch ein Unfallopfer, das ist die Fahrerin dieses Jaguar. Der Jaguar ist Schrott oder teilweise Schrott und die Jaguar-Fahrerin kommt mit einem Schrecken vorbei, kommt mit einem Schrecken davon. Was hat das Deliktsrecht an dieser Stelle zu sagen? Was sind die Fragen, die wir im Laufe dieser Vorlesung behandeln werden und die Sie hoffentlich am Ende der Vorlesung beantworten können? Zum einen relativ klassische und einfache Fragen, die Sie vielleicht im Rahmen Ihres Studiums schon mal gehört haben. Wenn da jemand angefahren worden ist und das Auto hat einen gehörigen Schaden, kann man den Reparaturbetrag verlangen, um das Auto wieder zu reparieren. Das wäre noch eine relativ gewöhnliche Frage. Dann wird es schon heikler, wenn man sich fragt, naja, wenn die Reparatur jetzt unverhältnismäßig teuer ist, weil die Jaguar-Fahrerin vielleicht ein großes Affektionsinteresse an diesem Fahrzeug hat, kann sie dann den Reparaturbetrag trotzdem verlangen, auch wenn er den Wiederbeschaffungswert übersteigt. Das ist die Standardklaviatur des Deliktsrechts, die wir kennenlernen werden. Dann geht es weiter. Wie sieht es aus mit dem Anspruch auf Schmerzensgeld? Da tut sich momentan schon mehr. Wenn Sie sich anschauen, welche Anerkennung in den letzten Jahren auch psychische Schäden erfahren haben, dann können Sie sich vielleicht fragen, auch wenn jemand jetzt nicht eine Körperverletzung davongetragen hat, aber es könnte doch vielleicht sein, dass ein Schmerzensgeld auch dann gerechtfertigt ist, wenn man einen Schrecken eingejagt bekommen hat, auch wenn der nur groß genug ist. Wäre eine weitere Frage, auch die haben Sie vielleicht würden Sie in Klausuren aus der Vergangenheit schon mal sehen.
Aber dann sehen Sie, dass das Deliktsrecht in Bewegung ist, weil Sie sehen, da gibt es auch Fragen, die uns bisher noch nicht so untergekommen sind. Zum einen die relativ simple Frage, wenn Sie hier einen Schadensersatzanspruch als Jaguar-Fahrerin geltend machen, gegen wen richtet sich dieser Anspruch denn überhaupt? Traditionell würden Sie sagen, naja, der wird sich wahrscheinlich gegen denjenigen richten, der Sie angefahren hat. Und traditionell ist das auch so, denn da sitzt jemand im Fahrzeug und der lenkt das Fahrzeug. Beim autonomen Fahrzeug ist das aber nicht mehr so einfach. Wie sind die Möglichkeiten für ihn einzugreifen? Wie viel darf er darauf vertrauen, dass dieses Auto einigermaßen ordentlich und verkehrsgerecht programmiert ist, dass es keine Fehler macht? Sie könnten also erwägen, wenn Sie sagen, der Fahrer durfte darauf vertrauen, dass der Tesla in unserem Beispiel ordentlich programmiert ist, dann könnten Sie weitergehen mit der Deliktshaftung und könnten sich fragen, na, gegen wen kommt dann der Schadensersatzanspruch in Betracht? Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, den Hersteller in Anspruch zu nehmen. Ja, Sie könnten also auf das Automobilunternehmen zugehen, das dieses Fahrzeug produziert hat, und könnten sagen, du bist verantwortlich dafür, dass dieses Auto so programmiert ist, wie es diesen Fehler gemacht hat, dann bitte sollst du auch der Gegner meines deliktsrechtlichen Anspruchs sein. Nun könnte aber dieser Hersteller hingehen und sagen, na, ich kann da auch nichts für, ich habe diese Software geliefert bekommen, die hat irgendein Zulieferer von mir programmiert, ich bin nicht schuld, und zeigt quasi auf seinen Zulieferer. Auch das wäre denkbar, auch das ist ein möglicher Gegner des Deliktsrechts, eines deliktsrechtlichen Anspruchs, und das sind schon Fragen, die Sie wahrscheinlich mit dem, was man heute traditionell im Deliktsrecht lernt, schon gar nicht mehr so einfach beantworten kann. Letzte Frage, wenn es etwas noch mal komplizierter wird, wenn Sie herausfinden über eine Beweisaufnahme etwa, dass das Fahrzeug, das da einen Schaden verursacht hat, bewusst proaktiv, sage ich mal sehr euphemistisch, getrimmt war, ja, dass man da vielleicht als Softwaregestalter etwas einstellen kann, sich überlegen kann, wie reagiert das Fahrzeug, schert es im Zweifelsfall bei einer drohenden Kollision wieder ein oder beansprucht es die Fahrbahn und versucht Platz zu gewinnen und möglichst schnell voranzukommen. Das könnte wiederum Einfluss haben darauf, wer Gegner eines solchen deliktsrechtlichen Anspruchs ist. Das ist Gegenstand der rechtspolitischen Diskussion ganz im Moment und dient zunächst einmal dazu, Ihnen zu zeigen, dass das Deliktsrecht aktuell ist und dass es sich weiterentwickeln wird und dass es Sie auch Ihr Leben lang noch begleiten wird und dabei auch vielleicht noch die eine oder andere Änderung erfahren wird. Ich habe diesen Fall jetzt nicht gebracht, auch wenn Sie das enttäuschen mag, um ihn zu lösen, sondern die Lösung soll sich letztlich teilweise aus dieser Vorlesung ergeben, aber teilweise auch aus den weiteren Terminen. Das soll Sie dafür sensibilisieren, was los ist. Im Zivilrecht ganz unstreitig könnte man diese Fragen, gerade die letzten beiden Fragen, ohnehin gegenwärtig noch nicht lösen. Wenn wir über Delikts- und Schadensrecht sprechen, stelle ich vorweg eine Unterscheidung, einfach um Ihnen klarzumachen, warum wir von beidem sprechen, Deliktsrecht und Schadensrecht, damit Sie eine Idee davon haben, was darunter zu verstehen ist. Zum einen haben Sie das Deliktsrecht in den 823 folgende BGB. Es gibt auch noch andere Vorschriften, aber insbesondere im BGB. Und Sie sehen, das ist letztlich der Tatbestand, das ist die Haftungsbegründung. Und wenn Sie nach Haftungsgründen suchen, damit werden wir uns beschäftigen, dann schauen Sie, ob jemand einen Schaden verschuldet hat, eine Rechtsgutsverletzung verschuldet hat und dadurch ein Schaden entstanden ist oder vielleicht auch, ob er als Gefährdungshafter für den Schaden einstehen muss. Und auf der anderen Seite das Schadensrecht, das ist etwas, was vorne im BGB drinsteht, am Anfang des Schuldrechts 249 bis 255 insbesondere, teilweise in besonderen Vorschriften auch noch hinten bei den 823 folgende. Und da sehen Sie, da geht es darum, welcher Schaden muss ersetzt werden, welche Schadensarten gibt es, in welchem Umfang ist wer dafür verantwortlich, was muss man sich vielleicht auch anrechnen lassen, wenn man selbst auch einen Fehler als Opfer gemacht hat. Diese grundlegende Unterscheidung spiegelt sich letztlich auch in unserem Programm wider, das ich Ihnen jetzt hier mal als Vorausblick auf das Semester aufgeführt habe. Sie sehen hier das gegliedert nach dem Termin. Wir treffen uns jeden Donnerstag, wenn Sie das Ganze, die Vorlesung nicht fortan virtuell wahrnehmen wollen, treffen wir uns jeden Donnerstag hier in der Früh um 8.15 Uhr. Und wenn Sie sich die Themen, jetzt mal zunächst die Themen in diesem Jahr anschauen, dann sehen Sie, das sind nach der Einführung heute Themen, die im Wesentlichen dem Gesetz folgen. Denn das Gesetz ist das, was Sie in der Hand haben und mit dem Sie arbeiten müssen. Ich hoffe sehr, dass jeder von Ihnen schon heute ein BGB in der Hand hat.
Wenn das nicht der Fall ist, grämen Sie sich nicht, aber bringen Sie es ab nächster Woche mit. Vielleicht dürfen Sie da nicht das Gesetz umfänglich markieren, aber wenn Sie auch nur reinschauen und sich irgendwie bei Ihnen einprägt, dass bestimmte Punkte, diese wichtig sind, bestimmte Normen, an die Sie denken wollen, rechts oben oder links unten stehen, dann wird das in Ihr Erinnerungsvermögen eingehen und Sie werden in der Klausur damit am Ende des Tages leichter arbeiten können. Also, wir gehen nach dem Gesetz vor und wir beginnen klassisch mit 823 Absatz 1, weil das natürlich die zentrale Anspruchsgrundlage ist, die auch am ehesten in Ihrer Klausur vorkommt. Und Sie sehen, dass wir diese Vorschrift ein Stück weit sezieren, also ganz nacheinander die Tatbestandsvoraussetzungen abklappern. Wir beginnen zunächst mit den Schutzgütern, die drinstehen im Absatz 1. Also wenn Sie jetzt den ersten Blick ins Gesetz wagen, Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum. Das ist Gegenstand der nächsten Vorlesung. Und dann sehen Sie direkt auch mit Blick aufs Gesetz, da gibt es auch sonstige Rechte, die sind dann Gegenstand der zweiten Vorlesung. Dann gehen wir in der Gliederung des 823.1 weiter, beschäftigen uns im vierten Termin mit der haftungsbegründenden Kausalität. Gehen dann weiter, Rechtswidrigkeit und Verschulden. Und damit haben wir quasi schon mal den ersten Block Deliktsrecht abgeschlossen, weil wir dann in der Prüfung, in dem Prüfungsschema des 823.1 beim Schadensrecht ankommen. Das ist quasi der andere Block, den ich eben dargestellt habe. Und wir beschäftigen uns zunächst damit, welche Arten von Schäden gibt es, ja, materielle, immaterielle, wie ist es mit psychischen Schäden. Wir gehen dann weiter Anfang Dezember zur haftungsausfüllenden Kausalität, die gerade andere Kausalität, die man von Haftungsbegründungen trennen muss. Dann schauen wir uns in einem gewissen Spezialtermin am 8. Dezember nochmal an, wie das ausschaut, wenn zwar jemand für einen bestimmten Schaden haftet, wenn der aber dann doch anders hintenrum ausgeglichen wird. Wenn also zum Beispiel im Innenverhältnis zwischen zwei Schädigern eine bestimmte Regel sagt, dass in diesem Innenverhältnis jemand anders tragen muss oder der eine von zwei Schädigern alleine tragen muss. Oder wenn hinter einem der Beteiligten eine Versicherung steht und diese Versicherung vielleicht in der Pflicht ist, diesen Schaden zu übernehmen. Dann kommen wir am 15. Dezember, das ist der zweitletzte Termin vor Weihnachten, da kommen wir trotzdem eigentlich schon zu der Weihnachtsvorlesung, weil das eine Vorlesung ist, die vielleicht eher mündliche prüfungsrelevant ist, bei der Sie vielleicht nicht so viel dazu arbeiten müssen, sondern wo Sie sich ein Stück weit zurücklehnen können und das auf sich einrieseln lassen können. Diese Vorlesung wird sich beschäftigen mit Kollektivschäden. Kollektivschäden heißt, wir haben nicht nur den einen Schaden, der bei einer Person eingetreten ist, sondern es gibt eine Vielzahl von geschädigten Personen, teilweise auch bei Streuschäden kann es sein, dass diese Schäden nur 1 oder 2 Euro ausmachen. Und es ist gerade in der Rechtspolitik eine große Herausforderung, wie man mit diesen Kollektiv- und Streuschäden umgeht. Vielleicht haben Sie schon mal was vom Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz gehört, da hören Sie schon raus, es gibt bestimmte Sonderverfahrensvorschriften, wo man versucht, diese Ansprüche irgendwie zu bündeln, damit die Gerichte nicht überlastet werden. Es gibt andere Vorschläge, Gruppenklage zum Beispiel ist gerade wieder in der rechtspolitischen Diskussion, wurde in der NJW gemeldet, das soll es dann doch jetzt in dieser Legislatur nichts geben. Sofort hat das Justizministerium dementiert und hat gesagt, doch, das machen wir noch dieses Jahr fertig. Da ist vieles los. Das wird nicht zuletzt auch beeinflusst durch das, was im US-amerikanischen Raum passiert. Sie haben sicherlich schon von Sammelklagen dort gehört und das steht immer auch im Hintergrund, ist in gewisser Weise im Kopf derer, die auch hier Gesetze machen und die sich fragen, ob es hier nicht auch Methoden geben sollte, um Kollektivschäden wirksam auszugleichen. Das wird also Gegenstand der vorgezogenen Weihnachtsvorlesung am 15. Dezember sein, aber Weihnachtsfeiern finden ja traditionell inzwischen auch eher so im November statt, deswegen ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Und es bleibt dann kurz vor Weihnachten wirklich der Termin zu 823 Absatz 2, das ist dann quasi die zweite Anspruchsgrundlage nach 823.1, die wir in die Vorlesung einführen. Sie sehen schon, den 823.2 können wir dann deutlich schneller abfrühstücken als den 823.1. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich auf viele Dinge zurückgreifen können, die bei 823.1 schon Erwähnung gefunden haben. Und genauso geht es dann auch weiter im neuen Jahr. Dort schauen wir uns die restlichen deliktischen Anspruchsgrundlagen an und können da auch entsprechend schneller vorangehen, weil wir auf mehr Wissen aus den ersten Vorlesungen zurückgreifen können. Sie sehen dann, verlassen wir mit dem dritten Termin im neuen Jahr das BGB und gehen ins StVG, Straßenverkehrshaftung. Ist für die Praxis wahrscheinlich mit das Relevanteste. Das sind die Standardfälle, die vor Gerichten in großer Zahl vorkommen. Zweitletzter Termin, Produkthaftung, Umwelthaftung, Sachverständigenhaftung. Das sind so ein paar Nebengesetze, wo man vielleicht
mal kurz was darüber gehört haben sollte. Und zum Schluss, bei der letzten Vorlesung, beschäftigen wir uns noch mit Verjährung, Beweislast, prozessualen Dingen und was sonst noch so übrig geblieben ist. Ich habe darauf verzichtet, einen speziellen Termin für aktuelle Rechtsprechung anzusetzen, weil mein Anspruch ist, möglichst viel aktuelle Rechtsprechung direkt in dieser Vorlesung zu erwähnen, also das immer wieder einzuflechten. Ich habe es anfangs schon gesagt, es gibt das Deliktsrecht ist nicht tot, sondern es ist aktuell, es gibt immer wieder neue Urteile und ich werde mich bemühen, die auch immer wieder zu erwähnen. Das macht die Sache auch etwas lebendiger. Wenn Sie zusätzlich zu dieser Vorlesung, die eigentlich darauf abzielt, Ihnen schon so das zu vermitteln, was Sie im Examen wissen müssen, wenn Sie zusätzlich sich noch umschauen wollen im Deliktsrecht, habe ich Ihnen hier einige Literatur angefügt. Das Lehrbuch von Deutsch Ahrens ist jetzt 2 Jahre alt, mit ganz interessant mit einem allgemeinen Teil des Deliktsrechts davor geschaltet. Unser allgemeiner Teil in dieser Vorlesung ist eher nur diese erste Einheit. Dann erscheint angekündigterweise in der nächsten Woche das neue Buch von Kötz Wagner, die 13. Auflage. Ich finde es deswegen interessant, weil Wagner, der das im Moment bearbeitet, immer wieder auch eine ökonomische Perspektive auf das Deliktsrecht wirft. Das macht es aus meiner Sicht auch immer noch mal sehr anschaulich. Und im nächsten Jahr wird erscheinen eine neue Auflage von Medicus Brandt, gesetzliche Schuldverhältnisse. Wer so lange warten will, mag das auch erwägen. Dann gibt es Fallbücher, habe ich Ihnen das von Grigolaid Riem angefügt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich habe keine Kenntnis, ob es in nächster Zeit neu aufgelegt wird. Aber vielleicht leihen Sie sich das in der Lehrbuchsammlung mal aus und schauen mal rein. Ein gesondertes Skript wird es für diese Veranstaltung jetzt nicht geben, weil Sie viel von dem, was ich da reinschreiben würde, hier auf den Folien schon sehen. Wenn Sie trotzdem noch mal ein Skript sehen wollen, empfehle ich Ihnen das von Dr. Clemens Latzel. Das ist ein Assistent am ZAR, also hier auch an der LMU. Und der hat in einem vergangenen Semester ein Skript geschrieben, das ich persönlich sehr gut finde, sehr anschaulich geschrieben. Das ist nicht überbordend, es ist nicht zu lang, es gibt Beispiele. Also wenn Sie sich da was anschauen wollen, schauen Sie auf dieser Seite nach, dort finden Sie das zum Runterladen. Letzter Punkt, wenn Sie sich für aktuelle Rechtsprechung interessieren, außerhalb auch dieser Vorlesung, schauen Sie mal auf Jura-Blogs, da ist ein Tag Deliktsrecht definiert, da kommt so ungefähr einmal im Monat eine neue Entscheidung und wenn Sie dem folgen wollen, können Sie das ja vielleicht abonnieren oder ab und an dort vorbeischauen. Das war der Vorspann. Ich frage mal in der Runde, welche organisatorischen Fragen zu dieser Vorlesung haben Sie vielleicht noch auf der Zunge? Gut, wenn das noch der Fall sein sollte, dann habe ich das Vertrauen, dass Sie sich melden und ich würde sagen, das soll dann genug des Vorgeplänkels sein. Wir gehen mal dann rein in das Deliktsrecht und wie angekündigt jetzt in diesem heutigen Termin mit einem Überblick über das Deliktsrecht, insbesondere auch über die Funktionen des Deliktsrechts und am Ende auch noch kurz Anwendbarkeit des Deliktsrechts und Deliktsfähigkeit werden eine Rolle spielen. Um zu wissen, wie das Deliktsrecht zu verorten ist, ist es nicht uninteressant, sich mal anzuschauen, wie das mit anderen Rechtsbereichen des BGB insbesondere zusammenspielt. Und Sie sehen Vertragsrecht und Bereicherungsrecht. Bei beidem kann man sich Gedanken machen, wie gehört das zusammen. Eine gewisse Antwort darauf gibt schon das Prüfungsschema, das Sie bei zivilrechtlichen Ansprüchen eigentlich immer verfolgen. Sie wissen, Sie beginnen mit vertraglichen Ansprüchen, vertragsähnlichen Ansprüchen, gehen dann weiter GOA, Sachenrecht und dann ist die große Frage, kommt erst das Deliktsrecht oder erst das Bereicherungsrecht? Ich finde es überzeugend, das Deliktsrecht vorzuziehen und das Bereicherungsrecht ans Ende zu stellen. Das beantwortet schon die Frage, wie das mit dem Bereicherungsrecht zusammenspielt. Das Bereicherungsrecht ist vom Kern her ein Billigkeitsrecht. Wenn Sie mal jemanden in der mündlichen Prüfung fragt, was das Bereicherungsrecht soll, merken Sie sich dieses Soundwort, Bereicherungsrecht, Billigkeitsrecht. Einmal gesagt, merkt man sich das eigentlich relativ schnell. Und so ist es tatsächlich auch, das Bereicherungsrecht will nur Dinge ausgleichen, die wir mit den anderen Rechtsbereichen irgendwie noch nicht in den Griff bekommen haben und die uns so unbillig erscheinen, dass wir das irgendwie nicht ertragen können. Wenn wir das so sehen mit dem Bereicherungsrecht, und das ist meine Ansicht nach doch ganz herrschende Meinung, dann ist es ganz natürlich, dass das Bereicherungsrecht in der Fallprüfung ganz nach hinten wandert, denn bevor ich unbillige Dinge ausgleichen kann, muss ich natürlich vorher alles andere geprüft haben. Also, Bereicherungsrecht am Ende, Deliktsrecht davor. Vielleicht
noch eine Spur interessanter, wie das Deliktsrecht zum Vertragsrecht steht. Beim Vertragsrecht ist es ja so, dass zwei Spieler in unserer Welt einen Vertrag schließen, weil sie sagen, wir werden in der Zukunft miteinander zu tun haben und wir wollen bestimmte Probleme, die dabei aufkommen können oder bestimmte Dinge, die da passieren können, die wollen wir nicht dem Zufall überlassen, sondern wir wollen eine Verregelung treffen. Wir wollen sagen, wenn A passiert, dann soll B eintreten. Das ist im Kern ein Vertrag. Das tun Sie jeden Tag, schließen Sie solche Verträge, aber Sie tun es in vielfacher Hinsicht auch nicht. Und Sie tun es vor allen Dingen dann nicht, wenn Sie Menschen gegenübertreten oder auf Menschen treffen, von denen Sie das vorher gar nicht wussten. Wenn Sie etwa am Straßenverkehr teilnehmen, dann fahren Sie in München durch eine Stadt von 1,5 Millionen Einwohnern und theoretisch können Sie jeden dieser 1,5 Millionen treffen. Und theoretisch kann zwischen Ihnen und diesen anderen Verkehrsteilnehmern in jeder Sekunde irgendetwas passieren. Sie können angefahren werden, es kann irgendein rechtlich regelungsbedürftiger Sachverhalt entstehen. Das ist wahnsinnig unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Dennoch ist es schlichtweg ausgeschlossen, dass Sie mit allen 1,5 Millionen Münchnern Verträge schließen, um für die Zukunft vorwegzunehmen, was passieren soll, wenn sich im Straßenverkehr irgendein Unfall ereignet. Und weil Sie das nicht vertraglich vorwegnehmen können, ist es so, dass der Gesetzgeber sagt, okay, für das, was dann trotzdem passieren kann, und wo ganz typischerweise keine Verträge passieren, da müssen wir ein Rechtsgebiet vorhalten, was da Antworten schafft. Also gerade zwischen Personen, die zufällig aufeinandertreffen, die keine Verträge geschlossen haben. Das ist in gewisser Weise auch die Lücke für das Deliktsrecht. Und dieses Verhältnis zum Vertragsrecht, also die Ausfüllung der Lücken, die das Vertragsrecht lässt, die ist sehr, sehr wichtig später für die Funktion des Deliktsrechts. Und wir werden im Laufe dieser Vorlesung noch sehen, es gibt tatsächlich ganz aktuelle Fälle, wo gerade dieses Verhältnis eine Rolle spielt. Also es ist nicht nur graue Theorie, sondern das brauchen Sie im Zweifel auch bei der Falllösung. Wenn Sie dann sich fragen, wie ist das Deliktsrecht ausgestaltet, was wäre das für ein Ansatz, wie ist das alles so gekommen, vielleicht ein ganz kurzer und sehr stark verkürzter Blick auf die Geschichte des Deliktsrechts. Es gab früher mal im römischen Recht einen Grundsatz, der sich heute auch noch im BGB teilweise wiederfindet, der lautet Casum sentit dominus. Was heißt das übersetzt? Nun, wenn es irgendwie durch Zufall einen Schaden gibt, irgendein Problem gibt, dann muss der Dominus, muss der Eigentümer einer Sache den Schaden tragen. Der bleibt drauf sitzen. Wenn wir jemandem ein Eigentumsrecht für ein Grundstück verleihen und sagen, du darfst Eigentümer sein, du darfst andere davon ausschließen, dann ist die Kehrseite der Medaille, dass wenn irgendwas mit diesem Grundstück passiert, irgendwas, was wir nicht steuern können, dann muss der Eigentümer auch diese Probleme tragen und damit umgehen. Bleibt im Grundsatz jedenfalls auf den zufällig eingetretenen Schäden sitzen. Ausnahme, und da beginnt das Deliktsrecht zu greifen, ist Ausnahme ist dann zu sehen, wenn es irgendwo im Gesetz eine Vorschrift sagt, die sagt, ausnahmsweise ist das, was hier passiert ist, so problematisch, vielleicht ein so großes Unrecht damit verknüpft, dass wir das nicht wollen, dass wir wollen, dass das ausgeglichen wird. Ganz früher war es so, dass dieser ausnahmsweise Ausgleich, also ich sage mal die Wurzel des Deliktsrechts, an Vorsatz gekoppelt war. Also wenn jemand hingegangen ist und von außen irgendwie Müll oder naturschutzrechtlich problematische Sachen auf das Grundstück des Eigentümers draufgekippt hat, dann würden wir sagen, dass Vorsatz dazwischen getreten, da hat jemand mein Grundstück kontaminiert, der soll dafür haften. Die quasi, sagen wir mal, erste Schwelle des Deliktsrechts. Das Problem, wenn man nur einen Schadensausgleich bei Vorsatz zugelassen hat, ergab sich noch nicht seit ganz langer Zeit, aber spätestens mit der Industrialisierung. Warum war das so? Seit der Industrialisierung sehen wir immer häufiger Schäden, die ohne Vorsatz passieren, die fahrlässig passieren. Und das liegt daran, dass wir immer mehr Dinge haben, die automatisch voranlaufen, die vielleicht irgendwie motorgetrieben sind und so weiter und die deswegen nach ihrer Bauart sehr gut dazu geeignet sind, um bei vielen Menschen Schäden zu veranlassen, ohne dass derjenige, der dieses Werkzeug, dieses Fahrzeug, was auch immer betreibt, das vielleicht so gewollt hat. Beispiel dafür die Eisenbahn. Als Anfang des 19. Jahrhunderts sich die Eisenbahn ausbreitete,
hat man sehr schnell gesagt, wir müssen das regeln. Man hat ein Eisenbahngesetz gemacht, in diesem Fall das preußische Eisenbahngesetz. Und dieses Gesetz regelte zum einen, wie man vielleicht mit Grundstückseigentümern umgeht, über deren Grundstück nun diese Eisenbahn laufen soll. Aber es regelte auch, was passiert, wenn beim Betrieb dieser Eisenbahn, dieses auf einmal seit der Industrialisierung bekannten, sehr gefährlichen Fahrzeugs, das potenziell viele Leute verletzen kann, wer dafür einstehen muss, wenn da was passiert. Ich habe Ihnen das hier mal abgedruckt, da sehen Sie den Paragraphen 25 dieses Eisenbahngesetzes und Sie sehen, die Gesellschaft, also die Eisenbahngesellschaft, die die Eisenbahn betreibt, ist zum Ersatz verpflichtet für allen Schaden, welcher bei der Beförderung auch an anderen Personen und deren Sachen entsteht. Also zunächst mal eine deliktsrechtliche Haftungsnorm. Und was jetzt neu ist, die Eisenbahngesellschaft haftet nicht mehr nur für Vorsatz, sondern haftet auch für Fahrlässigkeit. Wir sehen im zweiten Halbsatz, die Gesellschaft kann sich von dieser Verpflichtung zum Schadensersatz nur durch den Beweis befreien, dass der Schaden entweder durch die eigene Schuld des Beschädigten oder durch einen unabwendbaren äußeren Zufall bewirkt worden ist. Anders gewendet, sobald die Gesellschaft den Unfall zu verschulden hat, Einführung des Verschuldenserfordernisses, das auch Fahrlässigkeit einbezieht, ab diesem Punkt ist dann die Gesellschaft und der Delinquent schon in der Haftung drin. Das können Sie weiterdenken und da greifen wir jetzt nochmal auf das Beispiel, was ich zum Anfang gebracht habe, diese Verselbstständigung von gefährlichen Fahrzeugen, die wir bei den Eisenbahnen sehen, die hat nicht aufgehört, sondern die geht gerade in diesen Jahren nochmal gewaltig voran, Stichwort autonomes Fahren. Da fahren Gegenstände autonom herum, vielleicht gibt es in 5 Jahren die DHL oder Amazon Drohne, die sie beliefert und die überall rausfliegt und es kann sein, dass sie auch bei dem einen oder anderen mal ins Dach hineinfliegt. Das sind neue Gegenstände und es könnte sein, dass der Gesetzgeber irgendwann sagt, Mai, da machen wir ein neues, ich sag mal Eisenbahngesetz 2.0. Da muss es eine neue Form von Haftung geben, damit wir diejenigen, die diese Fahrzeuge, vielleicht auch Drohnen und so weiter betreiben, damit die für Schäden einstehen müssen, die geschehen, wenn es da zu Unfällen kommt. Diese Geschichte im Hinterkopf. Ist es dazu gekommen, dass wir das Deliktsrecht im Grundsatz in unserer heutigen Form haben, in der wir einen Tatbestand haben. Es muss insbesondere ein Rechtsgut verletzt worden sein. Sie wissen auch, es muss ein Schaden am Ende entstanden sein und als zentrales Erfordernis seit der Industrialisierung sehen Sie also dieses Verschulden, das nicht nur durch Vorsatz, sondern auch durch Fahrlässigkeit verwirklicht werden kann. Wenn das die Frage ist, wie wir zum heutigen Deliktsrecht gekommen sind, stellt sich die Frage, warum, wenn wir dorthin gekommen sind, warum erhalten wir es denn aufrecht oder was sind die Funktionen, die der heutige Gesetzgeber und damit letztlich auch die Rechtsprechung dem Deliktsrecht beimisst? Warum erhalten wir diese Art von Vorschriften aufrecht? Was bringen sie uns? Und da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Funktionen, die Sie mal kurz gehört haben sollten. Die Ausgangsfunktion, die Mutter aller Funktionen, in gewisser Weise Kompensationsfunktion, aber Sie sehen, es gibt noch andere Versatzstücke, Genugtuung mag eine Rolle spielen, Risikozuweisung mag eine Rolle spielen, es kann vielleicht auch um Verhaltenssteuerung und Prävention gehen und vielleicht kann man auch darüber nachdenken, ob das Deliktsrecht zur Strafe da sein soll. Auch das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern Sie werden gleich sehen, das spielt in Fällen eine Rolle, weil die Gerichte damit argumentieren und das bedeutet, Sie müssen auch als Fallbearbeiter letztlich mit diesen Funktionen argumentieren. Wir gehen die einfach der Reihe mal durch und beginnen mit der Kompensation. Die Kompensationsfunktion, das ist diejenige Funktion des Deliktsrechts, die noch relativ auf der Hand liegt, die wir deswegen auch nur kurz streifen müssen. Sie sollten sich vielleicht schon mal hier klar machen, was wir bei den Schadensarten noch mal weiter ausführen werden, nämlich, dass kompensiert werden unterschiedliche Arten von Schäden und dass man da unterschiedlich darüber nachdenken muss, inwieweit man sie kompensiert. Denn so viel ist auch klar, es wird nicht alles kompensiert, sondern es muss eine bestimmte Schwelle geben. Sie sehen zum einen materielle Schäden, die kompensiert werden. Also nehmen wir mal an, es fährt Sie jemand an, Sie sind als Radler unterwegs, es fährt Sie jemand an und Sie haben ein gebrochenes Bein, Sie müssen ins Krankenhaus, OP-Kosten sind im Zweifel vom Schädiger zu bezahlen,
klarer materieller Schaden. Und um beim Beispiel zu bleiben, Sie können auch über immaterielle Schäden nachdenken, zum Beispiel an Schmerzensgeld. Wäre auch denkbar. Schmerzensgeld ist etwas, was jetzt bei Ihnen zunächst mal physisch ja, sich vielleicht durch Schmerzen als solche zeigt, aber das ist jetzt kein Befund, den man behandeln müsste, außer dass man Ihnen vielleicht ein bisschen ein schmerzlindernes Mittel gibt. Aber dafür kann es auch Schadensersatz geben unter bestimmten Voraussetzungen. Gleichzeitig, wie schon gesagt, Schadensersatz immer nur über einer bestimmten Schwelle, denn das Deliktsrecht will nicht alle Schäden kompensieren, die überhaupt auf der Welt angerichtet werden, und zwar deswegen, weil das schlichtweg zu kompliziert wäre. Deswegen gibt es das Verschuldenserfordernis, deswegen gibt es das Erfordernis natürlich auch der Kausalität. Diese Erfordernisse nutzen wir, um den Schaden zuzurechnen, entweder auf das Opfer, wenn man sagt, das musst du selbst tragen, das wäre quasi das klassische Casum Sente Dominus, das ist allgemeine Lebensgefahr, oder zu sagen, für diesen Schaden ist der Schädiger verantwortlich. Diese Kompensation, soweit sie geschieht, wie gesagt, als zentrale Funktion des Deliktsrechts. Wenn wir sagen, das Deliktsrecht ist dazu da, festzulegen, ab wo die Kompensation geschieht und an welcher Stelle sie vielleicht auch nicht geschieht, dann ist letztlich die Kehrseite dieser Aussage, dass das Deliktsrecht auch Risiken zuweist. Was ist damit gemeint? Zuweisung von Risiken. Nun, wenn ich in einem bestimmten Fall sage, da gibt es einen Anspruch durch das Deliktsrecht, dann bedeutet das, das Risiko, das sich hier verwirklicht hat, das ist vom Schädiger zu tragen. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit dem Auto unterwegs und Sie haben eine Ölwanne und die ist ein bisschen rostig und Sie überlegen sich, ob Sie diese Ölwanne reparieren sollen oder nicht. Wenn es jetzt einen deliktsrechtlichen Anspruch gibt, der sagt, wenn da was passiert, du fährst mit dieser rostigen Ölwanne durch die Gegend, und da tritt Öl aus und dann rutscht jemand auf diesem Öl aus. Wenn das passiert und ich weiß als Autofahrer, dass ich für diesen Schaden einstehen muss, dann weiß ich, ich trage das Risiko dieser etwas anfälligen Ölwanne. Andersrum, in einem Rechtssystem, das einen so einen Anspruch nicht kennt, ist völlig klar, das Risiko liegt bei demjenigen, der einfach so am Straßenverkehr vielleicht mit dem Fahrrad unterwegs ist, weil der im Zweifel auf den Schäden sitzen bleibt, die dadurch passieren, dass er auf eine Öllache ausrutscht. Wenn wir das versuchen, ökonomisch zu beleuchten, auch die Ökonomen machen sich sehr viel Gedanken über gutes Recht. Das ist vielleicht zunächst für Juristen verwunderlich, aber das ist tatsächlich so. Auch die schreiben sehr, sehr kluge Sachen, rechnen viel mit Zahlen rum, wie das Recht idealerweise aussehen sollte. Die Ökonomen würden an der Stelle nach dem sogenannten Superior Risk Bearer suchen. Was heißt das? Sie würden nach demjenigen suchen, der das Risiko am besten tragen kann, weil er es vielleicht am besten absorbieren kann. Und wenn Sie nach dieser Superior Risk Bearer Figur suchen, dann würden Sie fragen, zunächst einmal, auf wessen Sphäre kommt das Risiko? In dem Beispiel mit der Ölwanne kommt es aus meiner eigenen Sphäre als Fahrer und würden sagen, ja, vielleicht sollte der das Risiko tragen. Das ist eng verwandt mit der zweiten Frage, wer kann das Risiko besser kontrollieren? Wer ist der, die Ökonomen sagen, cheapest cost avoider? Das wäre bei der Ölwanne auch im Zweifel ich selbst, nicht wahr? Ich selbst kann vielleicht mal alle zwei Wochen oder alle zwei Monate oder alle zwei Jahre auf meine Ölwanne draufschauen, schauen, ob noch alles in Ordnung ist. Das kann ein Radfahrer, der mir im Straßenverkehr begegnet, im Zweifel nicht. Und letzte Frage, die auch eine Rolle spielen kann bei der Rechtsetzung an der Stelle, wer kann ein Risiko besser versichern? Auch das kann eine Rolle dafür spielen, wem man dieses Risiko zuweisen kann. Wir sehen also, das Deliktsrecht hat Kompensationsfunktion, aber Kehrseite dessen ist auch eine Risikozuweisung entweder auf potenzielle Schädiger oder auf potenzielle Opfer. Interessant ist das Verhältnis dieser deliktsrechtlichen Risikozuweisung zu der vertraglichen Risikozuweisung. Man könnte ja davon ausgehen, dass es alles nebeneinander steht, also dass man das Vertragsrecht prüft, vielleicht einen Anspruch bejaht oder verneint und dann prüft man einen deliktsrechtlichen Anspruch und je nachdem, wie das Deliktsrecht verhält, mag es sein, dass man einen vertraglichen Anspruch verneint hat, aber einen deliktsrechtlichen bejaht. Das ist wiederum keine graue Theorie, sondern passiert in der Praxis und ich habe Ihnen hier einmal einen Fall zitiert, der noch gar nicht so alt ist, sondern ein paar Monate alt, Landgericht Ellwangen vom 10. Juni 2016.
Da ging es um ein Thema, das derzeit Sie auch in vielen Zeitungen finden und auch in juristischen Zeitschriften, nämlich Stichwort VW-Abgasskandal, Manipulationssoftware irgendwo drin, in einem Fahrzeug verbaut. Und jetzt kommen die Käufer, die vor 7 Jahren einen VW Golf gekauft haben und sagen, ja, ich möchte jetzt gerne irgendwas. Und es gibt viele Käufer, die sind nicht so auf Krawall gebürstet, die sagen, ich gehe jetzt zu meinem VW-Händler und hole mir bei dem einen Termin und der wird diese Software irgendwie umprogrammieren und damit passt es dann wieder, alles in Ordnung, das reicht mir. Es gibt aber auch manche, die sagen, hey, da geht mehr. Ja, die sagen, mei, ich bin arglistig getäuscht worden. VW wussten, was sie taten, die haben das aus einem Kalkül heraus getan und jetzt sind sie auch dran. Was machen die? Nun, da liegt der Gedanke nicht fern, vielleicht mal ins Deliktsrecht reinzugehen und, oh Wunder, man kommt an bei § 826, also arglistige Täuschung. Und das ist ein sehr scharfes Schwert, aber mit gutem Grund hat sich der Gesetzgeber gedacht, naja, wenn jemand arglistig handelt, der ist einfach nicht schutzwürdig, da gibt es Schadensersatz. Und jetzt kann man sich weit überlegen, ich will das nicht zu sehr ausbuchstabieren, was hier alles unter so einen Schadensersatzanspruch fallen könnte, aber es könnte zum Beispiel sein, dass man auf den Gedanken kommt, okay, ich will den ganzen Vertrag wieder rückabgewickelt, ich will meinen Golf ihm wieder dahinstellen, dem VW-Händler, und ich will mein Geld zurück. Weil das Ganze aber arglistig geschah, muss ich keinen Wertersatz leisten. Ich gebe den Golf einfach so, wie er nach 7 Jahren ausschaut, ja, und ich hätte gerne die 30, 35, 40.000 Euro, ich weiß nicht, was das inzwischen wert ist, für den Golf hätte ich gerne zurück und weil es so schön ist, auch noch gerne mit 5% über Basiszins verzinst. Ja? Das ist besser, als ich in diesen Jahren bei der Bank kriege. Und so wird ein Fall draus, so wird es natürlich auch wegen des Streits so langsam für die Anwälte interessant. Das ist besser, als nur eine kleine Software auszumerzen. Und so kommen diese Fälle jetzt vor Gericht. Die Fälle waren noch nicht beim BGH, deswegen ist das nicht das letzte Wort. Das Landgericht Ellwangen sagt aber, nee, lieber Käufer, mal Vorsicht mit deinem 826. Und interessant ist das Argument. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass so ein Fall auch mal in der Klausur kommt, deswegen betone ich das so. LG Ellwangen sagt, wir haben eine vertragliche Risikozuweisung und wir haben eine deliktsrechtliche Risikozuweisung. Jetzt erinnern Sie sich an das, was wir eben gesagt haben. Das Deliktsrecht füllt die Lücken des Vertragsrechts. Es ist dazu da, Leuten zu helfen, die, weil so viele Leute im Straßenverkehr herumwimmeln, keine Verträge geschlossen haben. Darauf aufbauend sagt das Landgericht Ellwangen, naja, deswegen steht das Deliktsrecht ein Stück hinter dem Vertragsrecht und wenn wir im Vertrag eine Risikozuweisung haben, dann dürfen wir sie nicht durch das Deliktsrecht unterlaufen. Kann man so sehen? Ich weiß nicht, ob es überzeugt, kann jeder von Ihnen für sich beurteilen, ja? Ja. Das sieht man ja auch zum Beispiel im EGV, dass man sagt, auch beim EGV-Verhältnis grundsätzliche Schwerwirkung Ausnahme 826. Ja. Also dass man das gerade auch nach 826 diese durchbrechende Wirkung die sich eigentlich durch das Recht durchzieht. Ja. Also der Kollege sagt, 826 ist ein scharfes Schwert aus gutem Grund und der schlägt eigentlich alles. Er schlägt auch das Vertragsrecht, der muss nicht dahinter zurücktreten und das ist auch, wenn ich es so richtig verstehe, von dem, was der Gesetzgeber wollte, durchaus beabsichtigt. Denn hier haben wir Arglist, das ist nicht schutzwürdig. Es gibt auch viele, die das so sehen wie Sie. Ich tendiere eigentlich auch eher dahin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der BGH so ein Urteil nicht halten würde. Mal sehen, ob dieses Urteil hält oder ob ähnliche Urteile halten. Das werden Sie in den aktuellen juristischen Online-Medien verfolgen können. Ich weiß nicht, wer von den LTO.de liest, Legal Tribune Online, da finden Sie solche Sachen. Das ist so ein bisschen der Spiegel für Juristen. Also wer es von Ihnen nicht kennt, der schaut mal nach. Also das ist nicht gesagt, dass es dabei bleibt bei diesem Urteil. Ja, der Kollege. Aber ich meine, dass die gesetzliche Lösung hat ja eigentlich dann auch eine Auffangfunktion gegenüber irgendwelchen vertraglichen Geschichten. Also das ist doch eigentlich dann auch, man prüft doch meistens den Vertrag zuerst eigentlich eher, weil man da leichter den Anspruch rauskriegt. Mhm. Also ist, in diesem Fall, ich will jetzt nicht zu sehr in das Detail gehen, ist vielleicht die Rechtsfolge des 826 eben attraktiver.
Der Käufer will nicht dieses komplizierte Rückabwicklungsgeschichte aus dem Kaufrecht, deswegen will er quasi das Deliktsrecht. Aber Sie sagen völlig zu Recht, eigentlich wird das Vertragsrecht zuerst geprüft. Ich habe Sie jetzt nicht ganz richtig verstanden, ob Sie daraus einen Vorrang des Vertragsrechts ableiten würden. Nein, ich hätte das eben gesagt, dass es eigentlich eher eine Gewohnheit der anwaltlichen Prüfung ist, dass ich halt meistens leichter meinen Erfolg aus dem Vertragsrecht bekomme und deswegen meistens das Vertragsrecht prüfe. Ja. Das ist eher eine zeitliche Abfolge innerhalb eines Prüfungsschemas. Ja. Sie sagen völlig zu Recht, zeitliche Abfolge des Prüfungsschemas, häufig wird man nach Vertrag gehen und dann braucht man vielleicht das Deliktsrecht nicht mehr oder man prüft es hinten dran. Aber Sie sehen, es gibt auch andere Fälle und die sind heiß und da tut sich was. So viel zur Risikozuweisungsfunktion. Ich glaube, es ist klar geworden, wie man damit argumentieren kann und wie das auch für Fälle bedeutsam werden kann. Eine weitere Funktion, die ist wieder eher leicht verdaulich, einfach verständlich, die Genugtuungsfunktion. Genugtuung heißt, das Opfer will jetzt vielleicht nicht nur Kompensation, ja, Schäden ideeller Art oder materieller Art kompensiert haben, sondern es will noch irgendwie zusätzlich vielleicht ein kleines Geld für das, was da irgendwie gelaufen ist, weil das irgendwie blöd gelaufen ist. Das gibt es, das wird bejaht. Genugtuungsfunktion ist eigentlich auch unstreitig, wenn auch als Nebenfunktion, und sie hat eine ganz spezielle Anwendung, nämlich beim Schmerzensgeld. Und zwar beim Schmerzensgeld, insbesondere dort, wo es nicht um etwas geht, was Sie spüren, ja, auf der Haut, ja, wenn ein Schaden tatsächlich für eine Körperverletzung sorgt, sondern für irgendetwas anderes, was Sie aber auch berührt. Zwei Beispiele habe ich Ihnen aufgeführt. Zum einen wiederholte Beleidigung, in diesem Fall als blöde Kuh, asoziales Pack, Hexe und so weiter. Was sonst noch gesagt wurde, können Sie beim OLG Frankfurt am Main nachlesen. Und bei Beleidigung ist es tatsächlich so, es kann Schmerzensgeld geben, es kommt halt darauf an, was gesagt worden ist, vielleicht auch in welchem Zustand der Schädiger das gesagt worden ist. Nicht immer hat jemand noch alle Tassen im Schrank, wenn man jemand solche Sachen äußert. Da gibt es dann tatsächlich auch ganze Listen der Gerichte, die Sie haben. Können Sie auch bei Beck Online mal nachschauen, wie viel kostet es, jemandem das und das zu sagen. Die Gerichte handelten sich nicht mehr sklavisch daran und es wird immer weiter fortgesetzt, aber dieses Schmerzensgeld für Beleidigung rechtfertigt sich eben durch diese Genugtuungsfunktion. Und anderes Beispiel, allgemeines Persönlichkeitsrecht, dazu werden wir ja auch noch kommen. Auch wenn das berührt ist, dann haben Sie häufig ein Schmerzensgeld, für das sich rechtfertigt mit der Genugtuungsfunktion. Der Fall vom BGH, den ich Ihnen jetzt angeführt habe, da war das kleine Kind, ich glaube vierjährig, einer von irgendjemandem aus der High Society, war abgebildet in einer illustriert mit privaten Fotos. Da hat man gesagt, das muss das Kind nicht hinnehmen, Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und deswegen Schmerzensgeld. Also Genugtuung, gerade beim Schmerzensgeld, spielt allerdings so insgesamt eher eine untergeordnete Rolle. Sehr wichtig dann wieder die Verhaltenssteuerung oder Präventionsrolle. Also die Frage, wie kann das Deliktsrecht dafür sorgen, dass dadurch, was wir dort im Gesetz lesen und wie die Gerichte heute über das Gesetz urteilen, wie kann das beeinflussen, was andere potenzielle Schädiger in der Zukunft tun? Wiederum eher die ökonomische Perspektive, aber sollte man vielleicht auch mal gehört haben. Den ersten Punkt, den ich Ihnen mit dem eben schon gebildeten Beispiel hier angeführt habe, Stichwort Internalisierung externer Effekte. Das ist jetzt, ökonomischer wird es nicht, aber es ist eine schöne Begrifflichkeit, die Sie vielleicht ab jetzt in Ihrem Vokabular führen möchten. Was ist damit gemeint? Gehen Sie zurück zu dem Beispiel, das ich eben genannt habe. Ein Autofahrer hinterlässt eine Ölspur. Da sprechen die Ökonomen von externen Effekten. Warum? Weil diese Ölspur, die betrifft nicht mich, sondern die betrifft die Allgemeinheit. Ja? Ich mit meinem Auto, in dem Moment, wo ich das hinterlassen habe, bin weitergefahren. Mich kehrt das nicht mehr. Ich komme im Zweifel frühestens morgen zu dieser Stelle zurück, wenn ich wieder dorthin fahre. Vielleicht auch gar nicht mehr. Also die Effekte treten bei der Allgemeinheit ein und damit extern ein. Deswegen sprechen die Ökonomen von Externalitäten oder externen Effekten. Und man sagt, dass es immer wünschenswert ist, diese externen Effekte, jedenfalls wenn sie negativ sind, zu internalisieren. Also sie zurückzubringen auf den Schädiger, damit der sie einkalkuliert. Wie macht man diese Internalisierung? Nun, das sehen wir eben jetzt über das Deliktsrecht. Wenn ein
Autofahrer vorsichtig sein soll mit seiner Ölwanne, dann können wir die externen Effekte durch einen deliktsrechtlichen Anspruch internalisieren. Wir können also als Gesetzgeber hingehen und können sagen, lieber Autofahrer, du musst in diesen Fällen bitte die Schäden, die du verursacht hast durch die Ölspur, selbst bezahlen. Damit bleibt es dann doch nicht auf der Radfahrerin hängen, damit muss er doch dafür haften und damit ist der externe Effekt internalisiert. Wenn wir mal vernachlässigen, dass es vielleicht Fälle gibt, in denen man nicht herausfinden kann, wer die Ölspur hinterlassen hat. Was bringt das? Nun, einen Anreiz zu geringerer Aktivität und größerer Sorgfalt. Größere Sorgfalt wäre, ich habe als Autofahrer einen Anreiz, meine Ölwanne regelmäßig zu überprüfen oder ein Auto mit einer besonders robusten Ölwanne zu kaufen. Oder ich sage, mir ist das zu gefährlich, im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Es kann immer mal sein, dass irgendwas an meinem Auto abspringt und dann bin ich nachher in der Haftung. Das ist so gefährlich. Ich reduziere mein Aktivitätsniveau. Ich will sagen, ich fahre nur dann Auto, wenn es irgend notwendig ist und wenn ich das gar nicht mit dem ÖPNV oder so dahin komme. Das sind beides Effekte, die eintreten können, wenn ich einen deliktsrechtlichen Anspruch vorsehe. Und das ist in gewisser Weise gewollt. Das ist quasi gesteuertes Verhalten. Denn wir wollen, dass Menschen eben nicht nachlässig Nachteile bei der Allgemeinheit verursachen. Wie spielt diese Verhaltenssteuerung oder Präventionsfunktion zusammen mit insbesondere der Kompensationsfunktion? Ein interessantes Beispiel, auf das wir noch kommen werden, wenn wir uns über Schadensersatzarten in einer Vorlesung widmen. Dieses Verhältnis zwischen Kompensations- und Präventionsfunktion ist nicht in allen Rechtsordnungen gleich, sondern das ist unterschiedlich. Ganz stark auf die Präventionsfunktion fahren die Amerikaner ab, wenn ich das mal etwas generalisiere. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, als Jurist wird man auch regelmäßig konfrontiert mit so Fällen, die nach dem Verständnis von Otto Normalverbraucher evident unbillig entschieden worden sind. Ja? Die 10 krassesten Gerichtsentscheidungen in der Weltgeschichte oder so etwas. Ja? Lesen Sie regelmäßig im Spiegel, ich glaube, es ist immer derselbe Artikel, der so alle 2 Jahre mal wieder nach vorne gebracht wird. Und relativ weit vorne ist der Fall von Stella Liebeck aus, ich weiß nicht mehr welcher US-Bundesstaat, die von McDonald's einen Betrag, das war letztlich eine Vergleichssumme, aber da stand ein Urteil im Raum, irgendwo $600.000 oder sowas bekommen hat. Wofür? Wir werden uns mit dem Fall später noch beschäftigen, aber kurz skizziert. Dafür, dass sie einen überheißen Kaffee am Drive-In bekommen hat und diesen Kaffee hat sie irgendwo zwischen ihre Beine gestellt und dann ist er umgefallen, wie das halt beim Drive-In mal passieren kann und dann hat sie irgendwie Verbrühungen, weiß nicht, zweiten Grades oder sowas erlitten. Und wenn man den Fall nur so schildert, dann ist eigentlich unverständlich, warum es dafür so viel Geld geben soll, denn allein an Operations- oder Behandlungskosten, das waren vielleicht $20.000, die in dem Fall angefallen sind, aber niemals die 600.000, die für den Vergleich kolportiert wurden oder die Millionen, denen vielleicht ein Jury zugesprochen hätte. Warum dennoch eine so hohe Zahlung? Das wird klar, wenn man sich die Präventionsfunktion klar macht und wenn man sich anschaut, was in diesem Fall passiert ist und was ans Tageslicht gekommen ist. Man hat nämlich herausgefunden, im Rahmen dieses Prozesses, dass McDonald's den Kaffee extra überheiß, übertrinkheiß gemacht hat. Denn es gibt so viele Menschen in den USA offenbar, so viele McDonald's-Kunden, für die wichtig war, die haben das erstmal in den dicken SUV gepackt, ich überspitze jetzt etwas, und sind damit irgendwie 2 Stunden über Land gefahren. Ja? Und wäre der Kaffee nur normal heiß gewesen, hätten diese Sorte von Kunden, und von diesen gab es sehr viele, schon bald kalten Kaffee gehabt und hätten diesen Kaffee bei McDonald's nicht mehr gekauft. Also hat McDonald's den extra übermäßig heiß gemacht. Und zwar natürlich nicht aus Altruismus, sondern aus Eigennutz. Die wollten Umsatz machen, sie wollten diese starke Kundengruppe erreichen, die den Kaffee sehr, sehr heiß braucht. Nun haben das Gericht gesagt, naja, schön und gut, aber damit ist eine zu große Gefahr für Leute wie diese Stella Liebeck, für diese Klägerin verbunden. Das dürft ihr nicht. Und dann hat es gesagt, wenn wir Prävention wirklich wirksam machen müssen, dann müssen wir als Schadensersatz austeilen eine Summe, die McDonald's davon abhält, in der Zukunft den Kaffee so heiß zu machen.
Und da hat das Gericht gesagt, 20.000 Dollar hätten nicht gereicht. Die hätten gesagt, okay, das zahlen wir aus der Portokasse, aber wir wollen immer noch diese starke Kundengruppe erreichen, die den Kaffee heiß braucht, deswegen lassen wir den Kaffee heiß. Deswegen, nur aus diesem ökonomischen Präventionskalkül heraus, hat das Gericht in den USA diesen Strafschadensersatz in den Raum gestellt und hat gesagt, es braucht hier eine Summe, die weit über 100.000 Euro auch hinausgeht, und das war dann auch der Hintergrund für die Einigung. Das gäbe es bei uns nicht. Das gäbe es bei uns nicht, und zwar deswegen, weil bei uns in Deutschland jedenfalls aktuell die Präventionsfunktion begrenzt ist durch die Kompensationsfunktion. Also, wenn wir einen solchen Fall hätten, wie den mit dem Kaffee, würde man bei uns sagen, liebe Klägerin, du bekommst die 20.000 OP-Kosten, du bekommst vielleicht auch noch ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro, vielleicht auch weniger, aber das war's. Wir sehen vielleicht, dass mehr zur Prävention notwendig wäre, aber das ist bei uns nicht die Funktion des Deliktsrechts. Bei uns schlägt die Kompensationsfunktion die Präventionsfunktion, selbst um den Preis einer dann womöglich nicht so wirksamen Prävention. Deswegen gibt es da kein falsch und richtig, deswegen ist dieser US-amerikanische Fall auch nicht so krass, wie man vielleicht denkt, sondern es ist einfach eine andere Wertentscheidung des Gesetzgebers. Ja. Richtig. Also der Kollege sagt völlig zu Recht, wir stoßen uns hierzulande gedanklich gar nicht so sehr an der Prävention, sondern stoßen uns vielleicht daran, dass eine Klägerin einen Betrag bekommen soll, der exorbitant hoch ist, in den sie gar nicht verdient hat. Und der Kollege deutet direkt schon eine Lösung an. Man könnte es wird trotzdem der volle Präventionsbetrag, sag mal 500.000 Dollar oder was auch immer, gezahlt. Allerdings erhält den nicht die Klägerin, sondern was über die Kompensation und Genugtuung hinausgeht, das soll der Staat bekommen. Das könnte durch eine Behörde durchgesetzt werden, wie auch immer. Ja, ist so, könnte man rechtspolitisch durchaus mal versuchen. Vielleicht scheitert es ein Stück weit im Moment auch daran, dass wir eine sehr starke Trennung haben zwischen Zivilprozess einerseits und behördlichem Vorgehen andererseits. Und ich könnte jetzt als Zivilkläger nicht hingehen und klagen auf 20.000 Euro an mich. Und zweiter Antrag wird verurteilt, 500.000 Euro an den Fiskus zu zahlen. Das geht bei uns nicht. Da müsste sich dann ein Staatsanwalt buchstäblich in das Verfahren irgendwie einklinken. Und so ist unser Rechtssystem nicht ausgerichtet. Aber es ist alles andere als abwegig, darüber nachzudenken. Hier sehen Sie das Ganze nochmal ökonomisch gebrochen auf eine Grafik, die eigentlich nur sehr einfache Aussage hat, nämlich, wenn Sie sich überlegen, wie viele Delikte begangen werden, dann steht das in einer Wechselwirkung zu dem Preis, den Delinquenten zahlen müssen. Dieser Preis ist letztlich die Frage, wie früh greifen Ansprüche des Deliktsrechts und wie hoch sind sie. Und je höher der Preis, je schärfer das Deliktsrecht, desto geringer ist die Nachfrage nach Delikten, will sagen, desto weniger wird es Leute geben, die Delikte begehen. Andersrum, je laxer das Deliktsrecht ist, je mehr es zulässt, desto mehr Delikte werden wir sehen, weil sich die Leute ein bisschen fahrlässiger verhalten. Letzte Funktion, Straffunktion. Dient das Deliktsrecht in Deutschland auch dazu, den Schädiger zu bestrafen? Der Fall, den ich gerade zitiert habe, McDonald's in Amerika, wäre ein Beispiel für eine Rechtsordnung, die eine solche Straffunktion kennt. Stichwort Strafschadensersatz. Es dient auch dazu, den Schädiger zu bestrafen. Punitive Damages. In Deutschland gibt es das so nicht. Man ist sich eigentlich ganz, ganz einig, dass man das nicht möchte. Und zwar deswegen, weil die Strafen dem Strafrecht vorbehalten sind. Und Stichwort Trennung der verschiedenen Systeme. Wenn ich in einem Zivilprozess einen zivilrechtlichen Anspruch, und dazu zählen auch deliktsrechtliche Ansprüche, geltend mache,
dann geht es da um das, was ich beanspruchen kann. Es geht nicht um die Strafe. Das Strafanspruch ist nichts Privates, sondern den hat allenfalls der Staat und dann muss der den auch durchsetzen. Deswegen würde man das bei uns nicht vermischen und würde die Straffunktion fernhalten vom Deliktsrecht. Man sollte allerdings wissen, dass der BGH manchmal so ein bisschen missverständlich schreibt. Zum Beispiel ein Urteil, auch sehr jung, 19. Juli 2016, haben Sie vielleicht gelesen, da ging es um eine Chefarztbehandlung, die am Ende des Tages aber doch nicht der Chefarzt durchgeführt hat, sondern sein Assistent. Und die Klinik hat sich damit rausgeredet, hat gesagt, ja, der Assistent ist bei uns ja viel besser, der kann das viel besser. Da ist kein Schaden entstanden. Und da hat der BGH gesagt, naja, wenn da kein Schaden entstanden sein soll und wir würden hier einen deliktsrechtlichen Anspruch ablehnen, dann würde das ja dazu führen, dass dieses Verhalten, das wir nicht wollen, nämlich, dass man Chefarztbehandlung vereinbart, aber dann der Assistent operiert, dass man, oder der Vertreter operiert, dass man das quasi ungestraft machen kann, dass das sanktionslos bleibt. Das ist die Wortwahl des BGH. Das Verhalten bliebe sonst sanktionslos. Das hört sich sehr nach Straffunktion an. Wir sollten vielleicht zugunsten des BGH unterstellen, dass er mit der ganz herrschenden Auffassung hier keine Straffunktion meint, sondern das einfach nur so dahin schreibt. Zumal, wenn Sie diesen Fall lesen, wir werden auch später in der Vorlesung nochmal darauf zurückkommen, weil der auch aus einem anderen Grund noch interessant ist, werden Sie sehen, es gab in diesem Fall auch noch andere Gründe, mit denen man gut dafür argumentieren kann, einen deliktsrechtlichen Anspruch zu bejahen. Also Straffunktion gibt es hier nicht. Das ist der Hintergrund für das Deliktsrecht, das ist der Hintergrund, warum wir das Deliktsrecht haben. Wenn wir jetzt uns vor diesem Hintergrund der Frage nähern, wie prüfen wir deliktsrechtliche Ansprüche, dann gibt es bestimmte Vorfragen. Ich habe schon gesagt, diese deliktsrechtlichen Ansprüche, die werden im engeren Sinne dann Gegenstand ab dem nächsten Termin dieser Vorlesung sein, wo wir mit 823.1 beginnen werden, aber bestimmte Vorfragen, jetzt im nicht-IPR-rechtlichen Sinne Vorfragen, müssen vorher beantwortet werden und die sollen noch am Ende dieser Vorlesung stehen. Erste Vorfrage, Anwendbarkeit des Deliktsrechts. Wann ist das Deliktsrecht überhaupt anwendbar? Zunächst einmal, der deliktische Anspruch kommt aus dem gesetzlichen Schuldverhältnis, das ist relativ klar, weil das Gesetz und nicht ein Vertrag anordnet, dass hier ein Schuldverhältnis bestehen soll. Und es gibt bestimmte Sachverhalte, für die wir aber dieses vielleicht teilweise grobe Raster des Deliktsrechts nicht wollen, weil wir sagen, es soll ein ausdifferenziertes anderes Regime gelten. Und das Paradebeispiel dafür kennen Sie, haben Sie schon gelernt, das lernen Sie insbesondere im Sachenrecht, deswegen rühre ich es nur kurz an, § 993 Absatz 1 Halbsatz 2, EBV, Sperrwirkung des EBV. Machen Sie es zu einer Sitte, bei 823 und allen anderen deliktsrechtlichen Ansprüchen, den 993 immer vorneweg dazu zu denken. Ich habe das seinerzeit so gemacht, weil ich auch dazu tendiert habe, wie alle den 993 zu vergessen, dass ich mir am Anfang der Klausur, also Sie sitzen im Examen und da wird Ihnen die Klausur ausgeteilt und Sie haben noch die drei Punkte im Kopf, die Ihre Standardfehler sind. Dann gehen Sie hin, bevor Sie sich den Sachverhalt anschauen, nehmen Sie das Blatt Papier in der Minute 1 Ihrer Staatsprüfung und schreiben Sie auf ein Blatt einfach diese drei Standard-Vergesssachen drauf. Und eine dieser Vergesssachen war bei mir jedenfalls diese Sperrwirkung. Dann wissen Sie, das begegnet Ihnen dann, wenn Sie die Lösung ausarbeiten, dann haben Sie diesen Zettel da und da steht 993 drauf und dann vergessen Sie das nicht. Denn das Problem dabei ist, wenn Sie da Delikt prüfen und bejahen und dann vielleicht auch noch Zeit und Seiten verbringen, dann ist es sehr schwer, dass die Klausur überhaupt noch bestanden ist. Also Sperrwirkung. Anspruch des Eigentümers gegen den unrechtmäßigen Besitzer. Und da gibt es drei Ausnahmen, wo das Deliktsrecht doch zur Anwendung kommt. Die kennen Sie wahrscheinlich auch. Einmal 992, wenn sich jemand den Besitz durch verbotene Eigenmacht oder eine Straftat verschafft hat. Dann ist der so böse, dass wir sagen, du sollst nicht von der Privilegierung des 993 profitieren, sondern bei dir soll das Deliktsrecht direkt zur Anwendung kommen. Zweite Ausnahme 826, da haben wir wieder diesen Effekt, den der Kollege eben schon angedeutet hat. 826 schlägt durch, weil wir haben einen Bösen, der arglistig handelte. Und letzter Fall, Fremdbesitzerexzess im Zwei-Personen-Verhältnis. Standardfall, Sie haben zum Beispiel einen Mietvertrag, der nichtig ist, und dann haben Sie da einen unberechtigten Fremdbesitzer, der macht Dinge, die er nicht darf. Und an der Stelle sagt man,
Da wird 993 Absatz 1 Halbsatz 2, also die Sperrwirkung, teleologisch reduziert, damit der unrechtmäßige Fremdbesitzer nicht schlechter steht als der rechtmäßige Fremdbesitzer. Denn auf den rechtmäßigen Fremdbesitzer würde ja das EBV keine Anwendung finden, denn es gibt, der hat ja ein Recht zum Besitz, deswegen liegt bei ihm ein EBV gar nicht vor. Deswegen wäre auf den rechtmäßigen Fremdbesitzer das Deliktsrecht ohne weiteres anwendbar und da soll der unrechtmäßige Fremdbesitzer dann nicht besser stehen. Also, das ist der erste große Merkposten, bevor Sie einen deliktsrechtlichen Anspruch prüfen. Zweiter Merkposten, der nicht so kompliziert ist, weil Sie ganz automatisch darauf kommen, wäre die Frage, wen haben Sie denn da überhaupt vor sich auf der Anspruchsgegnerseite? Ist das überhaupt jemand, den wir einen deliktsrechtlichen Anspruch zumuten wollen? Frage der Deliktsfähigkeit. Und da schauen Sie jetzt mit mir zusammen ins Gesetz. Generell keine schlechte Handhabe. 827 BGB, Ausschluss und Minderung der Verantwortlichkeit. Wer im Zustand der Bewusstlosigkeit oder einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen Schaden zufügt, ist für den Schaden nicht verantwortlich. Also, wenn Sie jemanden haben, der nicht weiß, was er tut, dann ist der nicht deliktsfähig. Scheint im Grundsatz ein Anspruch aus, Ausnahmen kommen wir gleich noch drauf. Dann lesen Sie weiter, wie immer lesen Sie weiter, Satz 2, hat er sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel in einen vorübergehenden Zustand dieser Art versetzt, so ist er für einen Schaden, den er in diesem Zustand widerrechtlich verursacht, in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm Fahrlässigkeit zur Last fiele. Die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er ohne Verschulden in den Zustand geraten ist. Also auch da haben wir eine deliktsrechtliche Haftung, wenn Sie sich beschickern und Sie können eigentlich vorher absehen, dass Sie in diesem Zustand unschöne Dinge tun werden, dann sind Sie im Zweifel, haben Sie fahrlässig gehandelt, damit haben Sie das im Zweifel auch verschuldet und dann sind Sie, obwohl Sie nicht wussten, was Sie taten, dran. Sie kennen das aus dem Strafrecht, Actio Libera in Causa, nicht wahr? Das ist eine Vorverlagerung des entscheidenden Zeitpunkts auf den Zeitpunkt, in dem Sie angefangen haben zu trinken und vielleicht sehen konnten, was nachher passieren wird. Die zweite Vorschrift zur Deliktsfähigkeit hängt direkt hinten dran. Auch die schauen wir kurz an, 828 BGB. Und Sie sehen direkt in Absatz 1, wir haben da so ein Altersstufenmodell und die jüngste Stufe, wer nicht das 7. Lebensjahr vollendet hat, ist nicht verantwortlich. Nicht verantwortlich heißt nicht deliktsfähig. Was heißt das nicht, das 7. Lebensjahr vollendet? Das heißt, das Kind ist 0 bis 6 Jahre alt. Also man vollendet das 7. Lebensjahr, wenn man 7 wird, nur zur Klarstellung. Wenn Sie dann weiterlesen im 828, sehen Sie, es gibt noch zwei weitere Gruppen. Und zwar einmal die Gruppe 7 bis 9 Jahre. 7 bis 9 Jahre, wer so alt ist, der ist für bestimmte Arten von Schäden nicht verantwortlich. Und zwar, wenn er einen Schaden fahrlässig verursacht hat oder insgesamt einen Schaden fahrlässig verursacht wurde, unter Beteiligung von Kraftfahrzeugen, Schienen oder Schwebebahnen. Was heißt das? Das heißt nicht, dass unser siebenjähriges Kind die Schwebebahn gefahren haben muss, sondern heißt nur, dass wir einen Unfall brauchen, wo irgendwie so ein Fahrzeug beteiligt war. Bei so einem Unfall sagt man, da ist die Betriebsgefahr, die geht da vielleicht schon, spielt ein bisschen in die Vorschrift mit rein, so groß, dass wir sagen, da konnte das Kind nichts dafür, solange das Kind da nur fahrlässig und nicht vorsätzlich gehandelt hat, ist es aus der Haftung raus. Außerhalb dieser speziellen Schadensgruppe gilt genau dasselbe, wie für Kinder im Alter von 10 bis 17 Jahren gilt. Es kommt auf die individuelle Einsichtsfähigkeit an. Was bedeutet das? Nun, Sie machen eine Einzelfallbetrachtung. Sie schauen sich den jeweiligen Einzelfall an und fragen sich, naja, wie groß war das Verantwortungsgefühl des Kindes in diesem Fall? Konnte es schon erkennen, was auch immer es falsch gemacht hat, dass es das mal lieber hätte sein lassen sollen? Oder war es vom Entwicklungsstand vielleicht noch so weit verzögert und auch insgesamt ohnehin noch nicht so alt, dass man sagt, also das konnte es nicht wissen, es hat das getan, was es für richtig hielt. In diesem Fall wäre es dann nicht deliktsfähig. Ja. Ja, wird vertreten. Der Kollege sagt, wenn der Unfall nicht auf einer typischen Überforderungssituation beruht, also wenn wir nicht ein typisches Problem haben, was aus diesen
insbesondere Straßenverkehr hier herrührt, dann gilt quasi diese Einschränkung nicht und dann stellen wir doch ab auf die individuelle Einzelfähigkeit. Ist umstritten, insbesondere auch deswegen, weil es jetzt im Wortlaut nur indirekte Stütze findet, aber vom Telos her kann man das gut begründen. Wichtig, wenn Sie, also auf diese Norm kommen Sie eigentlich automatisch oder zumindest auf dieses Problem und dann hoffentlich auch auf diese Norm, wenn Sie einen Minderjährigen haben. Wichtig, wenn Sie den Anspruch dann ablehnen, dann muss zwingend nachher 832 geprüft werden. In 832 behandeln wir in einem späteren Teil dieser Vorlesung, aber hier schon mal als Merkposten, wenn das Kind nichts dafür kann, dann ist es gut möglich, dass die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben und dann müssen sie unbedingt auch noch einen Anspruch gegen die Eltern prüfen. Wenn es nicht im Bearbeitervermerk steht, dann Hilfsgutachten, dann dürfen sie nicht verletzen. Nun gibt es einige Fälle, in denen Deliktsunfähige dann doch haften. Das sind Sonderfälle, kommen in der Praxis der Gerichte wirklich sehr selten vor, aber das ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass man es für die Klausur außer Acht lassen kann, denn manchmal so manche Sache, die vor Gerichten unüblich ist, Stichwort Erlaubnis, Tatbestandsirrtum im Strafrecht, da haben die Gerichte nie gesehen, aber in der juristischen Ausbildung spielt das eine große Rolle, um das System verstanden zu haben. Deswegen sollten Sie auch die Billigkeitshaftung von Deliktsunfähigen auf dem Schirm haben. Was muss passiert sein, damit auch ein Deliktsunfähiger mal haftet? Erste Voraussetzung, also das können Sie aus dem 829 direkt entnehmen. Erste Voraussetzung, wir brauchen aufsichtspflichtige Dritte, die ausfallen. Beziehungsweise wir brauchen sie nicht, aber es darf nicht so sein, dass es Eltern gibt, die quasi indirekt für den Schaden über 832 verantwortlich gemacht werden können. Da muss es quasi ein Leerlauf sein. Es gibt keinen Anspruchsgegner an der Stelle. Und dann die zentrale Voraussetzung, die Billigkeit macht einen Schadensausgleich nicht nur möglich, sondern sie gebietet ihn geradezu. Und wann gebietet schon die Billigkeit den Schadensausgleich? Na, insbesondere dann, wenn es ein ganz immenses wirtschaftliches Gefälle gibt. Also wenn Sie hier wirklich ein bitter, bettelarmes Opfer haben, das für bestimmte Folgen eines Delikts vielleicht nicht keine Versicherung hat, keinen Versicherungsschutz, und das deswegen dafür selbst gerade stehen müsste und das dafür irgendwie unter die Sozialhilfegrenze fällt. Und auf der anderen Seite haben Sie ein fünfjähriges Kind und das fünfjährige Kind hat vor 2 Jahren eine Erbschaft gemacht und ist quasi Millionär. Ja, das wäre so ein Fall von einem starken wirtschaftlichen Gefälle, wo man sagen würde, okay, das Kind ist eigentlich nicht dran, aber die 10.000 Euro darf es aus seinem reichen Vermögen dann doch vielleicht herüberschieben. Dritte Voraussetzung ist dann meistens erfüllt, dass keine Beeinträchtigung des Unterhalts des Delinquenten, also in meinem Beispiel des Kindes, oder eigene Unterhaltspflichten des Kindes in diesem Fall beeinträchtigt werden. Beispiele, muss nicht immer ein Kind sein, 827 haben Sie auch noch im Hinterkopf, das kann auch für Deliktsunfähigkeit sorgen. Da gab es einen Fall mit einer epileptischen Dämmerattacke und das war ein Fall, wo der BGH hat gesagt, ja nicht schuldfähig. Es gab ja vor einiger Zeit hier in München auch einen Fall. Ich weiß nicht, wie der gelöst wird oder ob der schon vor den Gerichten ist. Aber wenn es aus Krankheitsgründen da an einem Verschulden fehlt, dann kann es sein beim entsprechenden wirtschaftlichen Gefälle, dass derjenige, der den Unfall verursacht hat, trotzdem haften muss. Und wichtig zu wissen, gerade bei Kindern, die Vorschrift kann auch greifen, wenn der Schädiger gar nicht selbst fahrlässig gehandelt hat. Beispiel aus der amtlichen Sammlung BGHZ, ein Ritterspiel. Da haben Kinder gespielt und das Ritterspiel geht so, sie haben eine Mauer von, weiß nicht, 1,50 Meter Höhe und eine Gruppe von Kindern verteidigt die Burg und die andere Gruppe von Kindern greift an. Und das tun sie nicht einfach so mit Mannes- oder Frauenkraft, sondern sie sind auch wehrhaft ausgerüstet. Sie haben auch Schwerter, diese Schwerter sind irgendwelche Überreste von Tischlerlatten und sie haben auch Messer in der Hand und diese Messer sind irgendwelche kleinen Stöckchen, irgendwelche kleinen Äste, die sie aufgegabelt haben. So. Und was nun passierte, die haben da gespielt und ein Kind war mit einem Messer wohl einem kleinen Stöckchen ausgerüstet und hat dieses Stöckchen geschmissen. Und es hat ein anderes Kind getroffen ins Auge, also es ging ins Auge. Es hat aber nur deswegen getroffen, weil dieses andere Kind in diesem Moment gerade sich umgewendet und zurückgeschaut hat. Und das Kind hatte irgendwie dann, also das Opfer hatte ganz starke Einschränkungen der Sehkraft.
das hat der BGH geprüft, da hat gesagt, also das schädigende Kind, wenn man so will, hat nicht fahrlässig gehandelt. Ja? Also es konnte, das waren die Regeln des Spiels, auf die hat man sich geeinigt. Und es konnte nicht wissen, dass das andere Kind sich just in diesem Moment umdrehen würde. Es hat das Sorgfaltslevel eingehalten, nicht fahrlässig gehandelt. Trotzdem war in diesem Fall das wirtschaftliche Gefälle so groß, dass BGH gesagt hat, 829 geht durch, hier kann mal eine Billigkeitshaftung ins Spiel kommen und auch zu bejahen sein. Wenn Sie, das ist quasi jetzt der letzte Teil vom allgemeinen Teil des Deliktsrechts, den wir jetzt vorschalten, bevor wir dann in die Anspruchsprüfung reingehen. Wenn Sie einen deliktsrechtlichen Anspruch haben, also Sie haben Deliktsrecht anwendbar, Sie haben Deliktsfähigkeit bejaht, dann gibt es einige Normen, die Sonderregeln dafür treffen, wie man mit diesen deliktischen Ansprüchen umgeht. Das ist etwas, was thematisch zu keiner anderen Teilvorlesung passt, deswegen habe ich es hier noch mit hineingeflickt. Wie behandelt man deliktische Ansprüche? Zunächst einmal tendenziell privilegiert, weil wir ja schon gesagt haben, Deliktsrecht erfordert eine bestimmte Schwelle. Nicht jeder Schaden wird ausgeglichen. Aber wenn denn diese Schwelle überschritten ist, dann sagen wir zum Schädiger auch, das war besonders böse, was du gemacht hast. Und weil es besonders böse war, gibt es einige Ecken im Recht, wo wir dich etwas schlechter behandeln als vielleicht einen normalen Schuldner. Die wichtigsten dieser Ecken im Recht, kurz aufgezählt, einmal Zurückbehaltungsrecht. Wenn ich als Besitzer eines Gegenstands Verwendungsersatzansprüche geltend mache, habe ich normalerweise ein Zurückbehaltungsrecht, einmal 273, aber auch direkt im Sachenrecht 1000 Satz 2 oder 1000 Satz 1, das Zurückbehaltungsrecht. Das heißt, ich kann die Sache, bevor ich sie dem Eigentümer zurückgebe, so lange festhalten, bis der meine Verwendung befriedigt hat. Jetzt sagt 1000 Satz 2 oder 273 Absatz 2 Absatz 2, dieses Zurückbehaltungsrecht gibt es nicht, wenn ich den Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene, unerlaubte Handlung erlangt habe. Also, wenn ich ihn geklaut habe. Stellen Sie sich vor, Sie klauen den Hund Ihrer Nachbarin und können das irgendwie 2-3 Wochen lang verschleiern und dann kommt Wuffi dann doch irgendwann in den Garten gerannt und sie sieht ihn und sie müssen ihn wieder zurückgeben. Sie sind auch grundsätzlich bereit, diesen Herausgabeanspruch zu erfüllen, aber sie sagen, hey, ich habe 3 Wochen lang das Futter gezahlt, notwendige Verwendungen, da hätte ich jetzt doch gerne das und ich möchte den Hund erst zurückgeben, wenn du mir das Futter gezahlt hast. Da sagt jetzt 1000 Satz 2 und 273, also 2 Absatz 2, nichts da, wenn du vorsätzlich unerlaubte Handlung, wenn du das Ding gestohlen hast, dann hast du keinen Zurückbehaltungsrecht. Zweite Norm, eher der Klassiker, 393 BGB, Aufrechnungsverbot gegen vorsätzlich begangene unerlaubte Handlungen, Ansprüche daraus können Sie nicht aufrechnen. Sinn dahinter, es soll Selbstjustiz verhindert werden. Was ist damit gemeint? Merken Sie sich einmal den Fall, dann haben Sie den 393 drin und erkennen Sie ihn auch in der Klausur. Stellen Sie sich das vor, stellen Sie vor, Sie haben noch eine Forderung gegen Frau Meier in Höhe von 1000 Euro. So. Jetzt wissen Sie, Frau Meier hat leider kein Geld. Die hat schon die Hand gehoben. Bei der ist nichts. Da können Sie Mahnbescheid erwirken, Vollstreckungsbescheid erwirken. Sie können klagen, was immer Sie wollen. Der Gerichtsvollzieher wird Ihnen die 1000 Euro nicht geben, denn die Frau Meier lebt unterhalb der Pfändungsfreigrenzen und so weiter. Da ist nichts zu holen. Jetzt sagen Sie, wenn ich mein Geld nicht bekomme, dann machen wir das doch so. Ich gehe zu ihr hin, schlage ihr einmal in die Magengrube, dann hat sie einen Anspruch auf Schmerzensgeld in Höhe von 1000 Euro. Und wenn sie damit ankommt, dann sage ich, ich rechne auf. Ich habe ja noch meinen Anspruch in Höhe von 1000 Euro. Das will der Gesetzgeber aus guten Gründen nicht. Diese Selbstjustiz gegen Zahlungsunwillige oder Zahlungsunfähige. Deswegen sagt er, gegen eine deliktische Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung darfst du nicht aufrechnen. Ja. Gibt es da Ausnahmen für deliktische Forderungen gegeneinander? Die Frage ist, Ausnahmen, ja. Mir auf die Nase gehauen und die ist gebrochen und ich haue ihr zurück auf die Nase und die ist auch gebrochen. Wir müssen uns beide ungefähr den gleichen Betrag zahlen. Ja. Können wir dann quitt sein? Ja, also interessanter Fall, ja, lässt sich allerdings auch mit dem Gesetz sehr einfach beantworten. Wir haben nicht 2 unterschiedliche Forderungen, sondern 2 Forderungen aus Nasenbrüchen. Ja, beiden mal Schmerzensgeld in Höhe von 2000 Euro. Zuerst hat A dem B auf die Nase gehauen und dann sagt sich der B, na der A ist bettelarm, jetzt haue ich ihm auch auf die Nase und sind wir quitt. Wortlaut 393,
Können Sie reinschauen? Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung ist die Aufrechnung nicht zulässig. Was sagen Sie da? Wäre danach die Aufrechnung zulässig? Nein. Die Frage ist eben, ob ich da einen Sonderfall. Genau. Machen wir einen Sonderfall jetzt vom Telos her, was der 393 will. Was meinen Sie, wenn Sie Gesetzgeber wären, würden Sie das wollen, dass der dem jetzt noch eine mitgibt? Stichwort Gewaltmonopol des Staates. Das ist eine schwierige Frage, weil ich damit erstens den Armen dann die Möglichkeit gebe, unglaublich viel Dummes zu tun. Ja. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch nicht, dass reiche Leute Arme dann haben. Also deswegen ist es so ein bisschen, kommt drauf an, auf wen ich gerade gucke, ob das wird. Ja, ja. Also Sie sagen völlig zu Recht, und das ist was, was man in Rechnung stellen muss, Sie wollen nicht, dass jetzt etwas plakativ gesagt, arme Leute ganz viele dumme Sachen tun, weil sie wissen, sie müssen dafür nicht haften und man kann ihnen, kann sie deswegen nicht anfassen, ja, weil man nicht aufrechnen kann. Gleichwohl, Gesetzgeber Tellos würde sagen, wir wollen auch an der Stelle, trotz dieses unvorteilhaften Anreizes, wollen wir hier nicht die Aufrechnung, weil wir wollen nicht, dass die Leute irgendwie sich da selbst irgendwie mit Knüppeln behaken, wenn es an der Solvenz fehlt. Aber eine berechtigte Frage, über die man sicherlich diskutieren kann. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Klausur, die man so stellt und dann kommen Sie drauf. Gut, zwei weitere Vorschriften kurz angerührt. Im Familienrecht, Gütergemeinschaft, da wird ja Gütergemeinschaft, viele Menschen glauben, viele Verheiratete glauben ihr Leben lang, sie leben in Gütergemeinschaft. Ist aber nicht so. Wenige leben in Gütergemeinschaft. Aber wenn das denn der Fall ist und da wirklich alles geteilt wird, dann macht der Gesetzgeber für deliktische Verbindlichkeiten eine Ausnahme. Also wenn diese Gütergemeinschaft endet, zum Beispiel durch Scheidung, vielleicht auch durch Tod, und dann geht es um die Ansprüche der beiden Beteiligten, beziehungsweise beim Tod des jeweils anderen, dann sagt der Gesetzgeber, hier werden deliktische Ansprüche nicht geteilt, denn das ist etwas Böses, das ist dir persönlich zuzurechnen und das muss der andere quasi nicht solidarisch mittragen. Das ist das Tellos von 1441 Nummer 1.3 und 1463 Nummer 1.3. Und zu diesen deliktischen Verbindlichkeiten gehören letztlich auch die Kosten von Rechtsstreitigkeiten, die über diese Verbindlichkeiten geführt werden. Und letzter Punkt, Paragraph 850 F Absatz 2 ZPO. Wieder eine Privilegierung der deliktischen Forderung. Es gibt Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen, wo man sagt, darunter darf nicht gepfändet werden. Das soll jedem belassen werden. Aber wenn es sich um eine deliktische Forderung handelt, dann können diese Pfändungsgrenzen auch mal ausgehebelt werden und dann kann es mal sein, dass man auch vollstrecken kann unterhalb dieser Pfändungsgrenzen, dass also dem Delinquenten weniger bleibt, als ihm sonst bleiben würde. Damit haben wir den allgemeinen Teil, das was ich vorausschießen wollte, dieser Vorlesung abgehandelt und kommen dann jetzt zu dem Teil, wo wir streng nach Anspruchsgrundlage eigentlich vorgehen. Ich habe Ihnen schon angekündigt, wir beginnen mit § 823 Absatz 1. Der wird im Zentrum des zweiten Vorlesungstermins stehen. Ich werfe Ihnen den trotzdem schon mal an die Wand, damit Sie ihn auf sich wirken lassen können. Damit Sie sehen, dass sich die Voraussetzungen im Wesentlichen aus dem Gesetz ableiten. Wichtig ist mir, dass Sie wissen, dass das, was vielfach als Rechtsgutverletzung bezeichnet wird, was ja auch im Gesetz mit Rechtsverletzung beschrieben ist, dass man das auseinandernehmen kann, und zwar in Erfolg, Handlung, Kausalität. Und jetzt brechen wir das Ganze mal in ein Prüfungsschema, und dann sehen Sie auch, warum ich das Ihnen raten würde, auseinanderzubrechen. Vielleicht haben Sie also Punkt 0, wenn Sie so wollen, Anwendbarkeit des Deliktsrechts, könnten Sie noch davor stellen. Dann haben Sie das Schema, das Sie in ähnlicher Form alle kennen, Rechtsgutsverletzung am Anfang, Rechtswidrigkeit, Verschulden, Schaden, Haftungsausführung, Kausalität und dann kommen noch so ein paar Zusatzpunkte. Wichtig wäre mir an Ihrer Stelle, dass Sie diese ersten drei Punkte auseinanderziehen und zwar deswegen, weil Sie damit erreichen, dass Sie die haftungsbegründende Kausalität getrennt ausflaggen. Es gibt immer wieder Studenten, die fragen, was ist denn der Unterschied zwischen der haftungsbegründenden und der haftungsausführenden Kausalität? Oder man fragt sich dann in der Klausur, wie war das nochmal, wie gehört das beides zusammen? Wenn Sie das so auseinanderziehen, dann haben Sie einen Ort für beide Kausalitäten, dann fällt es Ihnen erfahrungsgemäß wesentlich einfacher, das auseinanderzuhalten. Die haftungsbegründende Kausalität
ist die Kausalität der Verletzungshandlung für den Verletzungserfolg. Was ich getan habe, muss ursächlich für die Rechtsgutverletzung, für zum Beispiel den Schaden am Eigentum, ja nicht den Schaden, sondern die Beeinträchtigung des Eigentums zum Beispiel oder die Körperverletzung geworden sein. Das ist die haftungsbegründende Kausalität. Und viel später, erst nach dem Schaden, die haftungsausfüllende Kausalität, die fragt danach, ob die Rechtsgutsverletzung, die wir in 1 bis 3 zusammengenommen festgestellt haben, ob die dazu geführt hat, dass jetzt ein Schaden vorliegt. Vielleicht haben Sie Methoden, diese beiden Kausalitätsformen anderweitig auseinanderzuhalten. Wunderbar, dann fassen Sie ersten 3 Prüfungspunkte zusammen. Aber Sie machen jedenfalls auch nichts falsch damit, wenn Sie das mindestens gedanklich so strukturieren. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie dieses Schema noch nicht ganz auswendig können, dass Sie das dann mindestens bis zum nächsten Mal wirklich auch im Schlaf beten können. Das macht es Ihnen einfacher in der Klausur. Alles, was Sie auswendig können, was Sie 1000-mal gemacht haben, hilft Ihnen in der Klausur, Dinge nicht zu vergessen. Es wäre sehr ärgerlich, wenn Sie im Punkt Rechtswidrigkeit, weil er halt häufig vielleicht keine Rolle spielt oder einfach indiziert ist, in der Klausur übersehen, und da ist es dann mal ein Problem. Also das ist quasi die minimale Hausaufgabe, die ich Ihnen mitgeben würde. Der nächste Termin, den führe ich Ihnen hier noch auf. Nächste Woche, gleicher Ort, gleiche Zeit. Sie finden die Folien, wie schon gesagt, eingestellt auf meiner Personenseite. Sie erreichen den Podcast so schnell wie möglich. Ich kümmere mich drum. Einmal eben dort oder auf iTunes. Und letzter Punkt. Ich schenke Ihnen am Ende 1 Minute, aber 1 Minute geben Sie mir noch, bitte. Letzter Punkt, Stichwort Feedback. Wir machen wahrscheinlich am Ende dieser Vorlesung eine Evaluation. Und da können Sie dann sagen, was Sie von dieser Vorlesung gehalten haben. Das ist allerdings üblicherweise ein Zeitpunkt, zu dem ich nichts mehr ändern kann. Und vielleicht haben Sie jetzt schon bei diesem ersten Termin oder beim zweiten Termin, es gibt irgendwie so bestimmte Besonderheiten, die Sie hier an der Vortragsform nicht mögen. Oder Ihnen fehlt irgendwas in den Folien oder irgendetwas funktioniert technisch und das möchten Sie anders haben. Dann tun Sie mir den Gefallen, lassen Sie mich das wissen, dann kann ich es noch ändern. Das können Sie entweder per E-Mail tun, Vorname, Nachname, jura-münchen.de. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn Sie sagen, na, dann hat der meinen Namen irgendwie auf dem Zeiger und wenn ich jetzt irgendwie was Unvorteilhaftes äußern möchte, dann möchte ich es nicht per E-Mail tun. Dann habe ich Ihnen hier so einen Link reingebaut. Über diesen Link erhalten Sie eine Möglichkeit, anonym eine E-Mail zu schreiben. Mir ist es ja egal, wie Sie heißen. Mir ist es nur wichtig, dass das ankommt, was Sie zu sagen haben. Und da wäre ich Ihnen wahnsinnig dankbar, wenn Sie das tun. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche.